Ich hoffe nicht, dass die Endstufe kaputt ist innen drin und deswegen vielleicht auch einfach der Autotuner nicht mehr funktioniert. Wir müssen das ganze Teil jetzt mal ausbauen und versuchen auch diesen Lüfter zu tauschen, denn auch das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Jetzt mal mit der Leistung bin ich ganz unten mit der Ausgangsleistung, also bei 10 Watt oder was das dann sind. Was jetzt natürlich schlimm ist, ich kann nicht autotunen. Also der dreht da wie verrückt da hinten rum an den Drehkondensatoren, sieht man auch, wie er sich bewegt, kriegt aber hier den SWR nicht runter. Wir haben auf jeden Fall einen hohen SWR und wir haben aber kein Power-Out. Deswegen gehe ich mal eher davon aus, dass irgendwas da hinten drin auch nochmal kaputt ist. Wir schrauben uns hier das Ganze nochmal auf. Wunderschöne Filterschaltung für den Ausgang. Wunderschöne Relaischaltungen, Bandumschaltung, entsprechenden Bandfilter, Bandbässe für die ganze HF-Geschichte. Und jetzt schauen wir mal, wie wir zu diesem Lüfter hinkommen. Ich habe echt Angst, dass die Endstufe abgeraucht ist. Wäre ziemlich unschön. Okay, wir kommen da nicht dran. Das heißt, wir müssen den Teil hier abnehmen, auf jeden Fall. Und dann sehen wir auch schon die Endstufe da drin. Und da können wir jetzt mal schauen, was da heiß wird und was da verbrannt riecht an dem Ganzen. Okay, der Lüfter fängt an zu stinken. Jetzt haben wir den Übeltäter auch für die Gerüche. Das ist ein 12-Volt-Lüfter. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir da einen Ersatz hier haben. Ich hatte natürlich keinen 100% passenden Lüfter hier, sondern ich hatte zwar einen 12-Volt-Lüfter hier mit 80 Durchmesser, zum Glück, aber er ist ein bisschen schmäler als der andere Lüfter, der drin war. Deswegen habe ich den jetzt einfach hier mit Heißkleber eingeklebt. Das muss ja nichts halten. Den bauen wir jetzt hier wieder rein und gucken, ob er auch dreht. Denn das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Operation hier. So, da war irgendwie nach hinten geführt, das Kabel, und dann wieder nach vorne. Ich habe den Originalstecker abgeschnitten vom Originallüfter und habe gerade den Lüfter hier mit Schrumpfschlauch verbunden und dann gelötet. Schalte den ein und gehe auf Dauer senden. Und der Lüfter geht an. Sehr schön. So muss das. Das heißt, da geht schon mal nichts mehr kaputt. Hoffe ich jetzt mal. Dann kommt jetzt die Geschichte, warum funktioniert das Teil nicht mehr. Ich muss jetzt mal schauen, wo wir hier eigentlich raus und reinkommen. Ich baue das Ganze jetzt mal wieder professorisch zusammen. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich das jetzt alles testen kann. Das ist eigentlich nur der Autotuner-Teil. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier mit der Leistung rauskommen werden, würden und entsprechend hier reingehen in die Filterschaltung und dann von hier wieder raus zum Autotuner gehen und der Autotuner nichts anderes macht, wie hier weiterschleifen zum Eingang. Will ich jetzt mal was testen und zwar, wenn ich nicht zum Autotuner gehe mit meinen Kabeln, denn rein theoretisch kann der Autotuner auch weg sein. Ich meine, das Gerät gibt es auch ohne Autotuner. Dann verbinde ich jetzt einfach hier den Ausgang der Filterstufe mal direkt mit dem Antennensignalausgang. Und dann schauen wir mal, ob da eine Leistung rausgeht überhaupt. Wenn ich mal so einen Schritt, den man machen könnte. Natürlich, um es zu testen, entsprechend hier mal auf die vernünftige Modulationsart wechseln. Das wäre in dem Fall frequenzmoduliert. Auch ein Carrier eindrehen dazu und dementsprechend kriege ich dann, wenn wir den Meter auf Power umschalten, ein sehr schönes und ein ALC auch ein sehr hohes. Und dann testen wir das Ganze jetzt mal mit Autotuner. Ne, keine Chance. Dann würde ich sagen, schauen wir mal als nächsten Schritt in den Autotuner rein, weil eigentlich sind hier hinten noch Relais, die klackern müssten, machen, tun sollten. Die tun aber aktuell nichts. Wir stecken den Tuner hier vorne aus, stecken die HF-Leitungen aus und können ihn dann vermutlich komplett rausnehmen. Sehr schön. Irgendwas fliegt da drin rum. Ich will wissen, was. Eine Schraube. Da unten sind die Relais, die eigentlich klick, klick, klick machen sollten. Und was hier oben drin ist, schauen wir uns auch mal an. Hier oben sind wahrscheinlich die Ansteuertreiber für die Schrittmotoren, würde ich mal schätzen. Vorne sind nur die Drehkos, die machen ja, was sie sollen. Eine schöne Spule, zu der umgeschalten wird. Zwei POTIS,
zur Drehlageerkennung von dem Drehkondensator. Ansonsten eigentlich nichts, was kaputt gehen könnte da drin. TC4066 und SN7474. Also ich habe jetzt ein erschreckendes Bild festgestellt. Ich habe jetzt den Autotuner ausgebaut, habe gesagt, da kann eigentlich nichts kaputt sein. Habe alle Relais einmal angeklopft mit dem Schraubendreher. Habe jetzt den Dummy-Load hinten dranhängen, wie man jetzt hier erkennen kann, sobald ich an der Leistung drehe. Die Leistung geht runter, die Leistung geht rauf. Und selbst wenn ich jetzt Autotunen sollte, funktioniert das sogar. Ich nehme jetzt mal den Dummy-Load weg. Wenn ich jetzt nochmal auf Autotune klicke, hat er einen unglaublich hohen SWR. Und er schaltet auch jetzt wieder die Relais durch. Dreht wie ein Verrückter. Ich schließe den Dummy-Load wieder an. Und man hört es auch klacken drin. Das hat man vorher nicht gehört, das Klacken. Und jetzt hat ein SWR auch von 1 zu 1 und hat es angepasst gekriegt. Das heißt, wahrscheinlich ist einfach ein Relais festgehangen. Soweit funktioniert es wieder wie soll. Der Lüfter ist repariert, die Batterie getauscht. Das waren zwei wichtige Dinge. Und der Autotuner funktioniert auch zum Glück wieder. Und der wichtigste Teil vom Funkgerät, der Griff zum Wegschmeißen. Ein letzter Test. Mit Ton. Hightech-Antennenteil. Dreh mal auf die Digimode-Frequenz. Noch einmal der Beweis, dass es funktioniert in groß. Der Dummy-Load hängt dran. Und wenn ich jetzt auf Autotune drücke, macht er gar nichts, da er schon SWR von 1 zu 1 hat. Jetzt den Dummy-Load abstecke. Hat man plötzlich einen sehr, sehr hohen SWR hier. Und sobald man jetzt den Dummy-Load wieder ansteckt, tunt er wieder zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr selber Funkamateur seid oder Interesse habt an Funkamateur seien, unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zum Discord. Dort gibt es eine eigene Gruppe für Funkamateure. Da könnt ihr mal reinschauen, chatten, schreiben, euch Skets ausmachen oder ähnliches. Wurde gerüchteweise auch schon gemacht. Und ansonsten sehen wir uns beim Livestream und beim nächsten Video. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.